Jetzt ist das Stadtmuseum die Tour Zerstörung Kassel 1903. Lieber Herr Direktor, schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Lieber Kai, lieber Klaus. Schön, dass ihr in Tradition jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal hintereinander als Duo hier im Haus die Führung bei uns macht. 400.000 Bomben. Dann in einer halben Stunde hier runtergegangen sind und eigentlich die Stadt komplett vom Bild der alten Residenzstadt zerstört hat. Ich bin hier im Stadtmuseum Führer und freue mich, Ihnen heute unsere Ausstellung zeigen zu können. Erstmal zum organisatorischen Ablauf. Wir werden ungefähr eine Stunde gehen. Wer von Ihnen das Haus kennt, weiß, wir gehen jetzt am Trümmermodell vorbei. Und das Thema Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Zerstörung Kassels wird hier behandelt. In solchen Kellern saßen die meisten Menschen während der Angriffe. Und dann können Sie sich vorstellen, es gab in diesen 6 Jahren des Krieges 40 Luftangriffe auf Kassel. Aber es gab natürlich viel öfters Alarm. Sie müssen sich aber vorstellen, es gab so große Luftminen, die hatten einen Durchmesser von 50, 60 cm, waren 2 Meter hoch, hatten eine Sprengkraft von 20 bis 80 Tonnen. Und bei dem großen Angriff auf Kassel wurden, Markus hat es ja schon erzählt, über 40.000 Bomben abgeworfen. Und darunter waren auch einige hundert von diesen Sprengbomben. Die haben mit ihrer enormen Zerstörungskraft Dächer abgedeckt. Dann konnten die Brandbomben reinfallen und haben das Haus in Brand gesteckt. Und so ist dieses Flammenmeer zu einem Feuersturm in der Kasseler Innenstadt. Durch die Vereinigung mehrerer großer Brände entstand eine sich schnell ausbreitende Feuerfront. Dabei stieg die von den Flammen erzeugte heiße Luft nach oben in einem starken Aufwärtsstrom. Ähnlich wie bei einem Kamin wurde sie kilometerhoch in die Atmosphäre gesogen. Diese Schlotströmung ließ am Boden einen starken Unterdruck entstehen, wodurch die Umgebungsluft mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 Kilometer in den Brandinfrastruktur, Bahnhöfe, Gleise, sondern die Innenstädte, gezielt die Innenstädte zu bombardieren, um die Bevölkerung zu demoralisieren, um Teile der Bevölkerung zu töten, dass sie nicht weiterarbeiten konnten. Und das war einer der Gründe, das vollzog sich schon 1942, dann gab es erste Versuche, Lübeck wurde noch vorher bombardiert und Kassel war eine der ersten Städte, wo man tatsächlich gezielt die Innenstadt bombardiert hat und dass das passiert ist, was... Es ist ja unser Anliegen, Ihnen zu verdeutlichen, auch wie war das für die Menschen. Sie haben hier persönliche Erinnerungsstücke, die uns Menschen vorbeigebracht haben, die sie mit dem Krieg verbinden. Dieser Teddybär, der beispielsweise 3 Ausbombungen mit überlebt hat. Hier haben wir von einem Herrn, der in Kriegsgefangenschaft war, auf Toilettenpapier, hat er einerseits eine Erzählung geschrieben, Walter Friedrich. Das ist letztendlich seine eigenen Erlebnisse. Er heißt Kurt Griesel und er hat da dieses... Das, was er in Kriegsgefangenschaft und vorher im Krieg bei den Angriffen erlebt hat, die 2 Abteilungen. Auf dieser Seite gab es Kriegsgefangene, italienische Kriegsgefangene und ein Russe war dabei. Die hatten natürlich Hunger, weil dann wurde für sie auch nicht mehr gesorgt und da stand ein Zucker mit Lebensmitteln drin, woraus sie sich ein paar genommen haben und dann durften sie wieder ein in das Schicksal von Martha Ohlwein. Dreimal ausgebombt, immer wieder umgezogen, immer wieder neu ausgebombt. Es ist ja auch so,
es gibt zu dieser Tour hier eine Kombiführung, wo man auch nur eine Stunde hier führt und geht dann in die Ziegengasse. Die Ziegengasse gibt es heute nicht mehr. In Deutschland noch Reparationszahlungen an die anderen Nationen leisten. Das deutsche Heer war auf 100.000 Mann beschränkt und die ganzen Soldaten, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind. Hallo, herzliche Grüße. Ich war jetzt mit Arvans im Stadtmuseum. Es gab eine Führung, wo Kassel 1943 zerstört wurde. War sehr interessant. Jetzt haben wir hier einen schönen Ausklang am Florentiner Platz. Ich wünsche euch allen einen schönen zweiten Advent. Und dann bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich, dass ihr mir auf YouTube folgt. Grüße, Doris.